Und Schlag auf Schlag ein neues Bild. Vollblut-Araber. Die Bahn gehörte ihnen allein. Und die Herzen der Menschen dazu. Hingerissen die Zuschauer von der Schönheit der edelsten Pferde. Habib El Arab, von jordanischen Beduinen in der Wüste gezüchtet. Karmin, Nisar und Demir und der Halbblut-Araber Ilti. Die Prunkzäumungen sind wertvolle Geschenke aus Jordanien. Vielleicht erfolgreichste Springpferdevererber der Nachkriegszeit, der Hengst Ramses, einst selbst erfolgreiches Springpferd, zeigt sich mit einer großen Schar seiner Nachkommen. Man kann sie kaum alle aufzählen. Dressurpferde Radetzky, Mariano und Remus. Springpferde Romanus, Ramses 13, Reseda, Roberto, Ravenna, Romanze, Rapallo. Das ist nur ein Teil. Ramses an der Spitze seiner Kinderschar ist heute 26 Jahre alt. In voller Frische geht der Hengst vor seinen Nachkommen. Und seine jüngsten Nachkommen, Fohlen, Pferdekinder, alle stammen von Ramses. Und so groß das Entzücken bei 12.000 Zuschauern, so groß die Aufregung unter diesen jüngsten Stars der Schau. Welch ein Eindruck! Pferdekinder im Hexenkessel der Arena. Vergessen Sie dieses Bild nicht. Vergessen Sie nicht die niedlichen Fohlen neben Ihren Müttern. Sie sagen ihnen deutlicher als alles andere, wir brauchen eine Familie. Wir Pferde brauchen Freunde, so wie ihr Menschen uns braucht, immer noch, wie seit Jahrhunderten. Freunde des Pferdes, helft uns. Vergesst uns nicht. Noch einmal die Pferde, Zuchtpferde. Eines der bedeutendsten, Klaus Wagners Militaripferd Prinzess. Geboren 1944 im Kreise Hoya. Seit Prinzess in die Zucht ging, hat sie 5 Fohlen gebracht. Hier ist sie mit dem Jüngsten. Begeisterung galt auch 5 Spitzenhengsten der Vollblutzucht. Der Neckarsohn Weidmann, der Henkel-Gladiatoren- und Hansapreissieger aus dem Gestüt Ravensberg, der Abendfriedensohn Feuerball vom Gestüt Müdlinghofen, Gestüt Wernes Waldspecht, der Röttgener Waldkenter und der Erlenhofer Ticino-Sohn Neckar. Besonderer Dank galt den Gestüten, die ihre wertvollsten Hengste nach Dortmund schickten. Der erschütterndste Anblick. Pferd und Mensch in ihrer tiefsten Not. Ostpreußische Stuten vor dem Treckwagen. So zogen sie im Schneesturm fort vom Land der dunklen Wälder, fort von ihrer ostpreußischen Heimat westwärts, mit letzter Kraft sich opfernd für den Menschen, dessen Elend sie teilten. Gefährten, Kameraden. Aber Gefährten auch des sportlichen Ruhms, Olympiasieger. Herr von Oppeln-Bronikowski, Heinz Polley. Ida Perkun von Nagel. Lieselott Linsenhoff. Anneliese Schauerte-Küppers. Josef Neckermann und Fritz Tiedemann auf Meteor. Der Dicke im brausenden Jubel der Halle.
Hans-Günter Winkler. Alfons Lütke Westhus auf Ala. Alwin Schockemöhle. Wie viele Erfolge klingen in diesem Namen mit? Klaus Wagner. Und August Lütke Westhus. 16 Reiter gewannen auf 4 Olympischen Spielen 10 goldene, 10 silberne und 7 Bronzemedaillen. Die Pferde waren Gefährten ihres Ruhms. Präsident Daume spannte den Bogen der Erinnerungen. Er sprach von der Bedeutung des Pferdes für den Sport, von seinen erzieherischen Werten. Er sprach vom Höchsten, das im Sport erreichbar ist. Das Können zur Kunst werden kann. Und er sagte das als einen Dank an das Pferd, den Gefährten des Menschen, einst und jetzt, den Gefährten seiner tiefsten Not und seines Elends und den Gefährten des Ruhms im sportlichen Wettkampf. Und dann füllte sich die riesige Halle noch einmal. Die deutschen Meister im Reit- und Fahrsport betraten die Bahn. Sie, die jedes Jahr erneut im sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten. Und hinter ihnen zog Reiter um Reiter durch das Tor. Standarten der Reitervereine. Unter dem Motto, das Pferd muss bleiben, tat sich die ganze deutsche Reiterei zusammen. So wie an diesem Tage auch alle dabei waren, die nicht im Sattel saßen. Alle, aus deren Reihen die Großen des Sports hervorgegangen sind, die ganze große namenlose Schar, die eines eint, die Freundschaft zu ihren besten Freunden, den Pferden. Und niemals sah man Ähnliches in Deutschland. Konnte sie kaum fassen und doch war es nur ein Teil. Denn alle rings im Land vernahmen den Ruf, der von hier ausging. Das Pferd muss bleiben. Gustav Niermann sprach von dem großartigen Zeugnis, dass die Neigung der Menschen sich wieder den Erscheinungen und Schöpfungen der Natur zuwendet. Er sprach von der Hoffnung, dass eines bleibt, die Verbundenheit des Menschen mit den Kräften des natürlichen Waltens und Geschehens. Tausende fanden inzwischen den Weg, ihm Recht zu geben. So wie sie hier in der Bahn zu Pferde dafür zeugten, so drängten sich am gleichen Tage die Menschen, um einzutreten in die große Familie der Pferdefreunde. Aufgenommen durch prominente Reiter, fanden sie in die Gemeinschaft der Freunde des Pferdes, in dem Gefühl, wir brauchten immer Pferde.